Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Das Thema Leitungssuche trifft einen Elektriker mal wieder und deswegen haben wir uns heute überlegt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema das Finden von Sicherung. Wir dachten, wir stellen euch heute mal den AP 8000 vor. Nee, was befindet sich eigentlich in den Hartschalenkoffer? Das kann ich euch ganz leicht sagen. Ich habe es zum Glück schon ausgebreitet. Wir haben zum einen den Empfänger, den Sender dazu. Dann haben wir eine Einspeisestromzange. Was das ist, erklären wir noch. Dann haben wir zwei Messleitungen. Natürlich entsprechendes Zubehör wie Prüfspritzen und Prokoklemm und eine 15 Meter lange Messleitung, die wir für einen speziellen Anwendungsfall brauchen. Dazu noch einen Adapter, der uns das Anschließen an der Steckdose sehr erleichtert. Dreipolig, so wie die Steckdose ja beschaffen ist und sehr komfortabel in der Handhabung. Nun wollen wir uns damit beschäftigen, dass wir die Sicherung der dazugehörigen Steckdose finden. Wir haben euch ja vorhin schon diesen schönen Adapter der Firma BH Amprobe gezeigt. Dadurch fällt es weitaus einfacher, die L&N-Leitung zu kontaktieren. Und dann können wir eigentlich schon den Sender anschalten, hierbei auf High gehen und wie wir hören, fängt der Sender jetzt auch an zu senden. So, den Sender haben wir ja an der Steckdose schon kontaktiert und jetzt geht es darum, die zugehörige Sicherung zu finden. Dazu müssen wir Folgendes machen. Wir gehen jetzt hier auf Brekas, drücken die Enter-Taste. Hier kommt jetzt eine Texterklärung und Anschlusshinweise. Und im nächsten Schritt muss ich jetzt kurz warten. Okay, jetzt die Anzeige da. Er ist im Scan-Modus und genau das werden wir jetzt tun. Dazu halte ich das einfach auf die Geräte und gehe jetzt langsam die Anschlüsse ab. So, beim letzten wechsle ich jetzt die Anzeige auf Suchen. Und nun werde ich die Sicherungsreihe langsam wieder ablaufen. Und wie man sieht, haben wir jetzt einen Treffer. Und das ist genau die Sicherung, die wir jetzt abschalten müssen, um an dem Stromkreis arbeiten zu können. Ich hoffe, wir konnten euch heute ein paar Anregungen für die Praxis geben und vor allen Dingen, wie man mit diesen Dingen umgeht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert und kommentiert und ich hoffe, wir sehen euch hier bald in Berlin.